Willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Bros. Wonder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem Part. Entschuldigung für die kleinen Tests, das Problem hier gerade am Anfang. Jetzt funzt! Also, willkommen zu dem Part. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Part hatten wir schon die ersten beiden Level gemacht und nun geht's weiter direkt schon mit dem nächsten Level, nämlich nix wie hinterher, beziehungsweise für uns besser gesagt, nix wie weiter, ne? Und das ist auch nicht ohne Grund hier unser Motto. So, ich hoffe, das mit dem Greenscreen passt jetzt einigermaßen. Ich wollte das gefällt mal schauen. Bei mir hier in der Vorschau, weil der tut mir jetzt mal ein bisschen rumspacken, aber ich glaube, das, ja. Der ist nicht der Beste und I'm sorry for this, das weiß ich auch, aber einigermaßen sollte es funzen. Ich hoffe, das passt so. Vor alles, liebe Leute. Also, das Teil hier, das haut solche Dinger raus, das sehe ich schon. Okay, wir brauchen erstmal ein Item, um groß zu werden, weil wir waren ja noch klein, ich erinnere mich. Da hatten wir ein Problem gehabt, so das letzte Mal, dass wir noch klein waren. So, jetzt kommt das Ding mir entgegen. Oh, ganz so schnell entgegengeflogen. Passt mir gar nicht mal so sehr. So, und jetzt ist das Ding schon tot. Perfekt, weil die Dinger hier runterkommen. So, da haben wir gleich das nächste von denen. Ah, das macht die Dinger hier klein, verstehe. Und jetzt sind wir aus dem Elefant geworden. Haben wir auch gleich wieder Wasser. Den wir unseren Rüssel tanken können. Ah, okay, verstehe. So. Und das Ding müssen wir jetzt, quasi bekommen. Das ist das Ziel. Out. Jetzt läuft es wieder zurück. Und da haben wir es, perfekt. So, ich wollte eigentlich nochmal hier zurückgehen, weil da gab es noch ein paar andere Sachen, wie die Dinger hier, die ich mir holen wollte. Irgendwie sind die anderen weg offensichtlich. Keine Ahnung, was da jetzt los ist, lol. Aber wir haben mal die, das ist ja die Hauptsache. So. Ah, shit. Ja, jetzt geht's hier wieder los. Aber die Dinger sind vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Wir können einfach eins draufspringen, um dann darauf zu kommen. Das ist ein bisschen so skill. So, und in die rote Rohre kann man nicht rein, aber vielleicht in die... Ist immer sehr interessant zu sehen, in welche Röhren man rein kann und in welche nicht. Ich glaube, da kann man vielleicht in gar keinen von denen rein. Okay. Dann wäre es die letzte gewesen. Wir müssen sagen, das haben wir alle. Nee, dieses auch nicht. Da wisst man wenigstens Bescheid, was Sache ist, ne? So, hier gibt es wieder Items. Jawoll, und da bekommen wir wieder einen zu den Elefant. So muss das. So, und hier kann man auch selbst einfach Sachen random kaputt hauen. Sehe ich, wir müssen ja noch mehr kaputt hauen. Geht weg, weil wir brauchen nämlich jawoll. Oh, das haben wir eine Münze vergessen. Der Wurst macht keine 100%, deswegen ist es da kein Weltuntergang, wenn wir da nicht alle finden. Das ist ganz klar. So, hier gibt es nochmal eine Wonderseed, die wir durchaus ganz gern bekommen. Jawoll, jetzt sind wir mal wieder im LSD-Mod. Oh, hier Hagelsterne runter. Ah, okay. Wir haben nur noch ein paar Sekunden Zeit. Wir müssen hier möglichst viel Zeugs bekommen, oder was ist los? Ich hab keine Ahnung, was hier meine Mission ist. Aber okay, wir haben es irgendwie gemacht, was auch immer die Mission war. Wir haben sie gemacht, perfekt. Ja, so muss das. So, und jetzt sind wir wieder hier. Jetzt ist wieder alles nicht mal ganz so krass LSD-mäßig, ne? Ist ja auch so mal was Schönes. So, was ist denn das, ne? Ah, auch eine, okay. So, hier, die machen wir mal nicht kaputt. Okay, die macht das dann schon kaputt. Okay, kann man nämlich weit da oben kommen. Ist immer noch nicht ganz oben, aber bald schafft man bestimmt auch noch das. Aber so weit, so gut, ne? Und dann nehmen wir uns noch unser Wonder-Seed natürlich sehr gerne hier, ne? Und haben das Level, voll ganz blöd, perfekt. Diese Wonder-Seeds sind noch sehr wichtig, die werden wir im späteren Verlauf da auch noch brauchen, ja, das ist ja ganz klar. So, wuhu, das haben wir doch ganz gut gemacht, dann haben wir auch tatsächlich alles. So, und jetzt haben wir was mal. Ja, nehmen wir es einmal das Bowser-Schloss. Oh, 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 da hinten geht's denn was los, ne? Das Blümchen-Schloss ist mein. Ja, ich bin das Blümchen-Schloss. So viel wundervolle Macht. Ich spüre, wie ich stärker werde und stärker und noch stärker.
Bald wird alles mir gehören. Guhahaha. Eieiei, das hört sich nicht ganz so gut an. Zauber doch mal, wie die Realität wird, ne? So, wir müssen irgendwie zu ihnen gelangen. Ah, nehmen wir da vorne doch eine Propellerblüte, um es so in aufzuschließen. Aha, Propellerblüte also. Schauen wir doch mal. Ah, damit reisen wir jetzt durch die Gegend quasi. Und sind dem erschreckend nah. Da sehen wir, was hier für neue, schöne Level mit der Zeit entstehen werden. Ui, das sieht schon sehr fies aus da. Bitte klasse, mein Papa ist jetzt ein Schloss. Ja, das wollte ich auch mal beruflich machen. Ein Schloss werden. Wer kennt es nicht, ne? Er hat jetzt so viel Macht, dass niemand ihn noch aufhalten kann. Hehehe. Eieiei, das ist ein ganz schönes, ne? Keiner kann ihn mehr aufhalten. So sieht's aus. Nichts geht mehr. Schauen wir doch mal, ob dem wirklich so ist. Das wird ja immer schlimmer. Schau nur, diese Pflanze hat sich um das Haus dort gewickelt. Eieiei. So. Ah, jetzt weiß ich, wir sollen es einmal mit unseren Wundersamen probieren. Sie sind sehr mäßig, daher konnten sie uns vielleicht mit diesem Problem helfen. Das ist ja das, was ich meine. Man muss die Wundersamen immer einsammeln, weil sie bei Spielen in so einer Situation muss man die loswerden dafür, ne? Ah, was heißt loswerden? Wir kommen die wieder zurück. Man muss sie einfach nur sammeln, verstehe, um das quasi frei zu halten. Man verliert sie nicht, man braucht die halt einfach. Und erst einmal die hat so. So, was haben wir denn hier? Ist hier denn alles in Ordnung? Sieht mir nicht so aus, ne? Es hatte ja solche Angst. Es dachte, es würde auf der Stelle verwelken. Aber das Abseißen ist in Sicherheit. Oh, Abseißen. Die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Geißner durch das Blumenkönigreich sollten sie oft nutzen. Hab ich gehört. Also, Prinzess Florin, ich bitte dich, dass du dieses Abseißen nimmst. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt weiß sicher etwas damit anzufangen. Irgendwas sagt mir, dass wir es bekommen werden. Aber es ist nur eine Idee. Vielleicht ist dem ja auch gar nichts. So, na, ist er weiß. Toll, ich wollte ja eben was und eins haben. Vielen Dank. Mit diesen Abseißen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Da gebt mir das Herz auf wie eine Knospe. Ich bin da so froh, dass es dir gefällt, Prinz Flora. Abseißen können euch auf euren Abenteuern viele Unannehmlichkeiten ersparen. Na, natürlich, ich bin irgendwie leicht müde, weißt du. Ja, hier drüben, das haben wir schon gerade. Ist ja ein bisschen spät noch, wo ist das heute aufnehmen, aber die unbedingt noch am 20. am Release Day online bringen. Weil ich hatte ja vorhin so einen Stream gemacht heute am 20. wo ich das Game mit ein paar Freunden angespielt habe, ne, und jetzt, nehme ich die ersten beiden Parte für das Singleplayer als Place mal auf und, ja, das Stream war quasi ein Auftakt von online, nicht online, aber von Multiplayer, muss noch Sound wiegen, aber das Format irgendwie wert, ne. So, falsche Mütze. Drücke in der Luft R oder schüttel den Controller, um deine Mütze als Falzum zu nutzen und deinen Fall zu verlangsamen. Okay, heißt immer, ne, dann kann man... Ja, ich weiß, was die R-Taste ist. Wow, wie laufen es denn jetzt durch die Gegend? Ist immer witzig. Gar nicht auffällig. Lega. Bis später. Das ist aber viel zu wild, dieses Game. Jetzt schon. Aber macht mega Bock und das ist doch so cool. Hä? So. Oh, seh dich mal hier um. Hier gibt es da so viel zu entdecken. Ja, siehst du. Und da hinten haben wir so ein Schloss. Aber da ist dann wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen also mehr Wundersamen. Also, wohin gehen wir zuerst? Wenn du dir die Karte ansehen möchtest, drücke einfach L. Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Also mit L kann man die Karte sehen. Da kann man sehen, was wir zum Beispiel schon haben. Ne? Und was uns noch fehlt. Ja, wohin gehen wir zuerst? Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist eine Frage, die wir im nächsten Part von Super Mario Bros. Wonders herausfinden werden.
bis dahin sage ich danke für einfach Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!